Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich befinde mich an der Oranienschule in Wiesbaden. Im Jahr 1946 fand an diesem Ort ein besonderes Ereignis statt. In der Schulaula kam die Landesversammlung zusammen, um über eine freiheitlich-demokratische Verfassung für die Hessinnen und Hessen zu beraten. Daran erinnert heute auch noch eine Gedenktafel an der Schule. Am 1. Dezember 1946 war es dann soweit. Die Bürgerinnen und Bürger stimmten mit großer Mehrheit für ihre Verfassung. Nach der Gewaltherrschaft der Nationalsozialisten bedeutete dieser Tag die Rückkehr zur Demokratie und zur Freiheit. Der 1. Dezember ist für unser Bundesland deshalb ein Tag der Freude und des Glücks. Der Hessische Verfassungstag am 1. Dezember ist der Tag, an dem viele Menschen motiviert werden können und motiviert werden müssen, sich für die Allgemeinheit einzusetzen. Der Verfassungstag erinnert immer wieder daran, dass wir in einer stabilen Demokratie leben, für die es sich aber auch immer lohnt zu kämpfen. Also, dass wir unsere Werte und Rechte immer wieder verteidigen. Der Hessische Verfassungstag erinnert uns an die Grundlage unseres Gemeinwesens. Die Hessische Verfassung, die am 1.12.1946 in Kraft getreten ist, erscheint erstmal ganz weit weg. Aber sie ist die Grundlage für das demokratische Gemeinwesen, in dem wir leben. Wir haben eine ganz besondere Verfassung, weil sie vor dem Grundgesetz schon beschlossen worden ist. Und der 1.12. ist für mich ein Tag, wo man nicht nur der Verfassung gedenkt, sondern wo auch die Wilhelm-Leuschner-Medaille, die höchste Auszeichnung, die wir in Hessen vergeben können, vergeben wird. Der Hessische Verfassungstag muss das Leben, das die Verfassung uns eigentlich vorgibt, als Ziel lebendig halten. Also zum Beispiel das solidarische Umgehen miteinander, das die Verfassung sehr hoch hält. In diesen bewegten Zeiten ist es ganz besonders wichtig, Demokratie zu leben und sich für sie einzusetzen. Das ist unser aller Aufgabe. Für eine starke Demokratie braucht es viele starke Stimmen.